Man könnte ja jetzt denken, dass ich vielleicht ein bisschen leiser reden sollte, weil die Emma schläft, aber die schläft auch mittlerweile genauso, wenn die Tischkreissäge läuft. Deswegen macht das dir gar nichts aus. Heute werden wir es mal, was die Größe angeht, komplett übertreiben, denn ich werde mal so das größte drechseln, was einfach möglich ist. Wer sowas schon mal ausprobiert hat, weiß vielleicht, okay, ab einer gewissen Größe gibt es einfach so ein paar Problematiken. Man kommt nicht mehr weit genug ans Material dran, das Holz ist einfach zu schwer und die ganze Belastung ist einfach ein bisschen zu viel, um das Ganze zu bearbeiten. Und aus diesem Grund werde ich heute mal was ausprobieren. Ich werde heute so groß drechseln wie möglich. Dazu werden wir ein richtig geiles Holz verarbeiten, was Geiles herstellen. Und da nehme ich dich heute mal mit und werde dir zeigen, auf was man da vielleicht achten sollte. Wenn du wissen möchtest, wie man hier die Winkel und die Breite von den einzelnen Teilen bestimmen tut, dann kann ich dir oben rechts das Video empfehlen. Da habe ich dir das nämlich in einem separaten Video gezeigt, wie man das hier macht. Deswegen werde ich es jetzt an der Stelle nicht nochmal erklären. Bevor wir jetzt richtig loslegen können, muss ich jetzt erstmal das passende Sägeblatt in die Tischkreissäge, damit wir das ganze Holz zuschneiden können. Das hat jetzt ganz, ganz viel Zeit zum Trocknen und ich bin mal gespannt, wie das später auf der Drechselbank läuft. Jetzt haben wir ein schönes Holzrohr hergestellt, aber das sind jetzt wie gesagt langsam alles solche Ausmaße. Das ist alles nicht mehr so leicht, ne? Und wie spannt man das jetzt fest? Wie verhindert man, dass das anfängt zu vibrieren? Also grundsätzlich alle Probleme, die man immer mal irgendwann mal gehabt hat, wenn man was gedrechselt hat. Nur dass es hier dann immer wieder ein bisschen schwieriger ist, weil das Teil halt sau schwer ist. Thank you.
ganz gut funktioniert. Aber jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, dass es einfach nicht mehr so easy ist, so etwas zu bearbeiten. Je größer so etwas wird, desto schwieriger wird es halt eben, das zu bearbeiten, weil wir haben einfach die Masse. Wir haben die Ausladung, wir haben den Durchmesser. Und hier sehen wir halt jetzt schon, durch leichtes Klopfen können wir das hier zum Vibrieren bringen. Ich habe ja schon super, super große Sachen auf der Drechselbank hergestellt, aber in dem Fall ist es speziell schwierig, weil die Ausladung so groß ist und dann so halt der Hebel immer größer wird. Hier muss man extrem aufpassen, weil wenn man jetzt hier was falsch macht, kann entweder das komplette Teil rausreißen, wir können auch die Maschine kaputt machen, wir können irgendwie was irgendwie verbiegen und wir können uns vor allen Dingen ganz, ganz schön wehtun, wenn wir jetzt hier nicht richtig aufpassen. Denn wenn dieses Teil hier von der Drechselbank runterkommt, wird es sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter drehen und da sind die Sicherheitsschuhe eigentlich egal, weil das Ding knallt euch halt dann auf das ganze Bein irgendwie so. Deswegen auch so ein bisschen der Titel von diesem Video. Wie groß kann man etwas herstellen? Weil ab einem gewissen Punkt ist es einfach schwierig, weil man dann Spezialwerkzeug braucht. Hier bräuchten wir theoretisch eine untere Stütze, damit wir es irgendwie herstellen können, weil es halt eben anfängt zu vibrieren. Ich bin der Letzte, der sagt, irgendwas geht nicht oder man kann das nicht größer machen, was auch immer. Nur mit normalem Werkzeug kann man es nicht größer machen. Hier müsste man dann ein bisschen tricksen und vielleicht noch ein bisschen was bauen, dass man es bearbeiten könnte. Das geht so nicht weiter. Das ist so instabil, weil ich so eine kleine Planscheibe habe. Deswegen werde ich jetzt hier das Multiplex aufdoppeln, um vielleicht so ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen.
Das war mal ein wirklich grober Angriff, mal wieder hier seit langem mit der Flex an der Drechselbank. Liegt einfach daran, dass auf einer Umdrehung sehr, sehr viel Material einfach ist und ich da echt lange mit der Fächerscheibe schon geschliffen habe. Aber als nächstes geht's hier mit meinem schönen Schleifgriff weiter, den findet ihr auf meiner Webseite. Das ist halt eben das Schöne, dass wir eben einmal mit dem Griff schleifen können. Aber hier werde ich jetzt sehr wahrscheinlich dieses Teil hier nehmen, auf dem Akkuschrauber spannen und dann so schleifen, weil ich das Teil hier nicht so schnell drehen lassen möchte. Genau. Das Schleifpapier findet ihr übrigens auch auf meiner Webseite, da ist von 80 bis 600 eigentlich jedes Korn dabei, was man für die meisten Drechselarbeiten braucht. Ich werde den Benjamini hier jetzt nicht reinpacken, weil das Ding sonst viel zu schwer wird in mein Büro zu tragen. Deswegen werde ich das in mein Büro machen. Auf jeden Fall werden hier unten ganz viele Steine reinkommen und eine Plastiktüte vorher reinkommen und dann oben drüber halt Erde, weil hier halt kein Topf oder so drunter kommen tut. Deswegen werde ich sie ein bisschen anders lösen. Aber ich denke mal, um so die Frage zu klären, wie groß wir etwas herstellen können, das hier war ganz klar das Maximum, was den Durchmesser angeht und die Länge bzw. die Höhe. Viel größer, wie ich es am Anfang vom Video schon angedeutet habe, macht es einfach keinen Spaß mehr. Das heute mit der Planscheibe selber bauen, wollte ich ja eigentlich auch schon vermeiden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, oh Philipp, was hast du mit dem schönen Benjamini da gemacht? Ich habe mir eigentlich überlegt, oh, wie schön wäre es, wenn hier drin alles voll mit Pflanzen stehen würde, aber Pflanzen brauchen Licht und ich habe hier keine Fenster drin, deswegen fanden die das alle nicht so cool und deswegen bin ich umso glücklicher, dass die jetzt hier, dass dieser Benjamin jetzt hier seinen Platz gefunden hat. Das kann ich Cam erzählen, 3 Tage an so einem Ding gefuhrwerkt, um dann eine Blume damit draus zu machen. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, denn dann ist es wahrscheinlicher, dass du in Zukunft nochmal ein Video von YouTube von mir auch angezeigt bekommst. Und eventuell ist es ja dann auch wieder so ein schönes Drechselprojekt, wo wir ganz, ganz viel mit Massivholz machen. Also ich habe ganz, ganz viel Bock auf weitere solche Projekte und deswegen würde es mich umso mehr freuen, wenn du den Kanal jetzt abonnieren würdest. Peng! Auf dieser Seite findest du jetzt noch 2 weitere Videos, die kannst du ja auch anschauen, wenn dich das Thema interessiert. Da drechseln wir auch ein bisschen was und grundsätzlich findest du da einige Videos noch von mir auf meinem Kanal. Weil ich das jetzt mittlerweile seit bald 8 Jahren mache. Ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.